Salam. Ein Diner in Casablanca. Ihm vorgelagert die kleine Insel mit dem Grabmal des Marabout Sidi Abderrahman. Wir waren sofort fasziniert von dieser kleinen Insel, Halbinsel bei Ebbe. Ihre Ausstrahlung war wunderschön, mystisch, unergründlich. Wir besuchten sie häufiger als geplant, doch irgendwie hat sie ein dunkles Geheimnis. Und dieses Geheimnis versuchten wir zu ergründen. Marokko ist ein muslimisches Land, na klar, der Islam, überall. Aber es gibt auch eine alte, archaische Struktur. Der Islam kommt wohl ohne Heilige aus. Gleichwohl werden heilige Menschen in Marokko verehrt, die sogenannten Marabouts. Dabei handelt es sich um meist besonders gläubige und verehrenswerte Menschen, die in besonderen Grabstätten liegen. Solch eine Grabstätte ist diese auf dieser Insel, die von Sidi Abderrahman. Die Menschen pilgern zu diesen Grabstätten und opfern in der Regel Kerzen und ähnliches und erbitten sich eine Wohltat von dem Marabout. Wir haben es geschafft, diese Bilder herauszuschmuggeln. So sieht es also an einer Grabstelle eines Marabout aus. Doch dieser Ort war nicht der einzige Ort, an dem mystische oder religiöse Handlungen vollbracht wurden. Auffällig auf der Insel ist ein strenger Geruch, der irgendwie trotz der Meeresbrise nicht verschwinden will. So schön wie es hier ist, es riecht manchmal sehr streng. Woran riecht es? Auf der Insel leben viele Tiere, Schafe und Ziegen, und Hühner pickten überall. Diese Tiere können natürlich den Geruch erklären. Und wir erklärten uns den Geruch mit diesen Tieren. Aber tatsächlich ist das nicht der einzige Grund. Thank you.
Sea Life in Casablanca. Der wogende Atlantik. Und dann gibt es hier eine Kellerwohnung. Wir entdeckten eine Art Müllgrube, jedenfalls sah es für uns so aus. Jede Menge Dreck, jede Menge Wespen, irgendetwas verweste da drin. Es war nicht ganz klar, wir wollten es nicht genauer untersuchen. Aber wir irrten uns wahrscheinlich. Denn während wir unseren Tee tranken auf der wunderbaren Terrasse, verschwanden immer wieder insbesondere Frauen in dieser Grube und es passierte dort etwas. Insbesondere Frauen brachten dort Opfer in Form von Lebensmitteln, Gewürzen, Kerzen und Ähnlichem. Und das lockte natürlich die Wespen an. Die Menschen opfern hier, um von den Heiligen einen Wunsch erfüllt zu bekommen. Insbesondere Frauen kommen hier zu Sidi Abd al-Rahman, um einen unerfüllten Kinderwunsch erfüllt zu bekommen. Deshalb die vielen Frauen hier. Eine Kuriosität dieses Ortes ist, dass die Menschen sogar Kleidungsstücke opfern. Aber in der Regel sind es Gewürze, Kerzen und Lebensmittel. Dachten wir zumindest. Aber da gibt es noch etwas Dunkleres, etwas Brutaleres, was wir so nicht erwartet hätten. Dieser wunderschöne, romantische Ort, an dem man sich so schön entspannen kann, hat eine wirklich dunkle Seite, wenn man sie näher betrachtet. Schon bei unserem ersten Strandspaziergang bemerkte Kim, hier liegen ja überall tote Hühner rum. Ich habe es ihr nicht geglaubt und sagte, ach, das sind tote Seemöwen. Aber nein. Sie hatte recht. Bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass überall tote Hühner herumlagen. Tatsächlich werden auf der Insel nicht nur Lebensmittel und Kerzen gespendet, sondern es werden auch Tiere geschlachtet. Die Tiere, über die wir uns so gefreut haben, sind tatsächlich Opfertiere, Ziegen, Schafe, Hühner und wer weiß was noch für Tiere. Jetzt kennt ihr die ganze Geschichte dieser Insel, aber nichtsdestotrotz, sie ist wunderschön und romantisch. Auf ihr leben mystische, inspirierte Menschen und die Marokkaner kommen her, um wichtige Wünsche erfüllt zu bekommen. Sie sind verzweifelt. In ihrer Verzweiflung opfern sie. Und sie opfern auch Tiere. Keine Ahnung. Das ist echt. Und der Rest ist Flaschen und wichtiger Müll.